Zurück, wir müssen Ellie finden, unseren Teenager-Anhängsel. Unsere Munition geht der Neige zu. Unsere Munition geht Geht der der Neige Neige zu, zu. geht zu Neige. Geht zu Neige, geht der Neige zu, geht aber auch. Das ist jetzt Das einfach muss, auch so. genau, das muss ja gehen. Ja, und die Aktion hier von Ellie ist auch recht teenagermäßig. Und ich meine, sie müsste ja theoretisch auch hier an diesen, wie sagt man, naja, Weg. an den Leuten halt, wo wir die Angreifer, an denen muss sie ja theoretisch auch vorbeigekommen sein. Und das, Aber wir haben naja. hier keine Spuren mehr. Also zumindest keine Hufspuren. Kann es sein, dass wir einfach vielleicht auch falsch laufen? Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es ihr noch gut geht. Und vor allem, was soll die Aktion? Also, was ist jetzt los mit ihr? Also, klar war Joel wie immer ein bisschen unsympathisch, aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss hier so eine Aktion durchziehen. Boah, sieht ja auch geil aus, ne? Ja, das stimmt. Da ist jemand, sehr vorsichtig. Da ist keiner. Das ist ein Pferd. Achso, ein Pferd. Ah, Na also Ellies Pferd, also ist Ellie hier drin. Also scheint es ja noch ganz gut zu gehen. Sie scheint ihr Pferd gecraftet zu haben mit Hausschuhen. Gut, dann werden wir mal unsere Pferde hier anbinden. Ellie kriegt auf jeden Fall gleich mal eine Erziehungsschelle und wenn sie fragt, warum, gleich eine hinterher. Ellie? Ellie? Alles klar, gut. Also ihr geht's anscheinend noch gut, aber kicke mal, apropos gut. Wie gut das hier aussieht, also wie gut erhalten das ist, wa? Ja, das stimmt. Also hier würde ich doch absolut mal wohnen. Ist recht abgelegen, hast hier so deine Geh mal Farm. zu Ellie. Will jetzt sehen. Also eigentlich, also jetzt bin ich gerade sauer auf Ellie. Also dafür, also was so eine Scheiße soll. Musst du einmal ausrasten hier wieder. Ganz im Ernst, guck mal, wir hätten jetzt auch gut und gerne einfach auf dem Weg dahin, um sie zu finden, sterben können. Ja, sie hätte das auch, ja. Jetzt kommt sie hier mit, na, ich bin hier oben. Aber vergiss nicht, dass es uns wirklich gerade nicht gut geht, ressourcenmäßig. Also ich will hier schon die Zeit noch nutzen, weil wir das jetzt auch gerade können. Jetzt sitzt Ellie hier drin, das wäre einfach geil gewesen. So. Kommen jetzt auch, denke ich, Wir haben der. 10 Pillen, wir können übrigens aufstocken, wenn du willst. Ja, machen wir gleich mal. Schau mich hier erstmal Hier sieht es rum. wirklich noch richtig gut aus. Ja. Also man könnte fast meinen, gut, abgesehen von dem bisschen Müll, der hier rumliegt, Naja, aber im Vergleich zu ist. den ganzen anderen Zeugs, was wir gesehen haben, also das ist schon. Das ist ordentlich. Nehmbar. Also sieht nicht 20 Jahre, also nach 20 Jahren aus, sondern eher so nach 19. Nee, aber als würde hier vor kurzem eben noch Action abgegangen sein, aber hier so mit Wäsche und das alles, naja, gut, das ist. Da war noch ein Snack. Naja, den brauchen wir nicht, da sind wir voll. We got a snackless over there. Genau. Aber so viel, wie ich dachte, liegt hier ja nicht rum. Schade. Krass, ey, wie geil. Also. Könnte man sich eigentlich direkt reinhauen. Ja, also, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es hier 20 Jahre nach der Apokalypse ist. Bet Elliot like this. Naja, gut, aber wir wollen Ellie mal jetzt hier nicht noch mit einem Comic belohnen nach der Aktion. Oh, heiß duschen wäre. Na gut, heiß wahrscheinlich nicht, aber. Also, wenn du so weit findest, mitten im Wald, verbarrikadierst du dich noch ein bisschen. Finde auch, also das ist Baust den ziemlich. Panic Room ein, irgendwo im Keller, Selbstschussanlage, Militärjets, Luftabwehrgeschütze, dann geht's ja auch völlig gut. Hier, Let's Playen kannst du auch. Alle da. So. Nee, das ist echt erstaunlich, wa? Also. Ah, vor allem, wo ist jetzt Ellie? Noch ein Bad, ey. Das ist ja krass. Wie viele Bäder haben wir denn jetzt schon gesehen? Das ist ja der dritte jetzt schon, oder? Ich glaube, unten, das war nur so ein Pissraum. Also nicht ein Ja, Urinalzimmer. ein Ein Austritt. Austrittszimmer. Ein Austretambiente. Gut, Ellie ist wahrscheinlich hier in irgendeinem von den beiden Zimmern. Aber wir schauen erstmal hier rein, weil hier ist. Ha! Noch ein Okay, Bad! gut. Das ist aber halt kein Austretzimmer, das ist ein. Das sieht Ah, aus doch, wie. hier kann man auch austreten. Gerade sieht aus wie ein riesen Flatscreen, Alter. Ja, okay. Es ist ein riesen Flatscreen. Aber die Spiegelung ist. Naja, gut. Man sieht Joel einfach nicht. Ja gut, der Spiegel ist so einfach völlig dreckig und Ja. verkeimt und.
Gut, ja, Ellie ist ja dann wahrscheinlich hier drin. Schauen wir uns die Sache mal an. Was soll das, Ellie? Is this really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt? It's bizarre. Get up. We're leaving. Come on. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area. Oh, fuck! Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people, too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. Sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. Get it together. We're not alone. There are two walking in. There's more inside already. Oh Mann. Also, das war ja nun. Jetzt hat Ellie das Tabuthema Nummer 1 angesprochen, Sarah. Aber wir haben jetzt auch gerade gar keine Zeit, uns damit auseinanderzusetzen, weil wir haben schon wieder Besuch bekommen. Einen Schuss haben wir noch für die Jagdgewehr und das werden wir jetzt auch, den werden wir jetzt auch nutzen, um hier den Typ hier auszuschalten, der hier bestimmt irgendwo um der Ecke lauert. Haben wir eine Nagelbombe? Ich sehe jetzt gerade nicht, eine haben wir, glaube ich, noch. What? Das war voll der Neckshot! Gibt's ja nicht, aber wir können eine Nagelbombe machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal einen Molly wieder. Ja. Die Zeit haben wir gerade. Oh! Medikit, ja. Alles klar, gut, den Rest machen wir dann. Das ist echt ärgerlich. So, Distanzwaffen haben wir jetzt gerade gar nicht. Außer dem Bow. Was sagt eigentlich unser Shorty? Ein Schuss, ey, das ist ja auch ein Mau. Gut, ich würde sagen, erstmal muss hier die 9mm. Ich würde eine Haftbombe nehmen. Da sind Zehe. Achtung, der kommt mit einer Machete. Ah, scheiße. Mist, aber wir haben eine Axt. Ah. Ach, das nimmt sie jetzt nicht, ehrlich gesagt. Revolver? Oder 9mm? Sehr schön. Das war's. Gut, alles klar. Weiter geht's. Mann, 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 ey. Also das Gespräch müssen wir gleich nochmal auswerten hier mit Ellie, aber ich glaube nicht, dass wir dafür jetzt schon Zeit haben. Lausch mal. Hang back. Da sind zwei! So, nee, umgeguckt hatten wir uns ja hier schon, genau. Ui. Hinter dir. Irgendwas war da. Nee, ist Tommy nur. Okay, gut. Oh, verdammte Axt. Apropos, die kriegen jetzt eins mit der Axt rüber. Richtig dreckig. Ah, verdammt. Ist ja gut. Jetzt aber. Ey, da bricht der Mistkerl okay, aus. Der ist weg. Komm, Tommy. Zeig mal, was du kannst. Na, komm. So, und jetzt holst du dir die Machete. Oh, das ist ja auch noch einer. Die Zeit muss jetzt mal kurz sein. Das sieht mir jetzt ein bisschen zu eng aus. So,
Jetzt die Machete holen. Richtig, genau. Gut. Puh, ey, das lief ja jetzt doch schlechter, als ich dachte. Das, ja, wir haben einfach... sind nicht mehr so gut equipped hier. Stimmt, uns ging es mal eine Zeit lang wirklich deutlich besser. Gut, alles sauber anscheinend. Die Machete nehmen wir natürlich mit. Mach Shetty. Let's get back to the horses. Gut, UFIP-5 sind wir, bla bla, ist okay, gut, gut, gut. Ja, erstmal die Knarre einfach nehmen. Hier dürften wir ja soweit alles eingesammelt haben, oder? Genau, denke ich auch. Ja, jetzt haben sich Ellie und Joel ja nun endlich mal ein bisschen zwischenmenschlich auch unterhalten. Natürlich, naja, was heißt clever oder nicht clever? Irgendwann musste das Thema Sarah ja mal zur Sprache kommen. Ja. Aber Joel natürlich wie immer sofort ablocken und so weiter und so fort. Und Ellie ist natürlich jetzt richtig, ja, traurig eigentlich, nicht mal unbedingt sauer, weil man hat jetzt gemerkt, der Grund, warum sie auch so reagiert hat, die will einfach Joel nicht verlassen. Ich finde es aber auch ein bisschen, nicht albern, aber ich finde es auch ein bisschen dreist von Joel, dass er ja offenbar so tut, als so schlimm der Verlust der Tochter auch ist, aber sich jetzt hinstellt und behauptet, dass sein Verlust schlimmer ist als der von allen anderen, weil er übergeht ja alle anderen von Ellie zum Beispiel, die Ellie verloren hat, Freunde, Familie, die Mutter, Vater etc. Und sich dann halt hinstellt und sagt, du weißt überhaupt nicht, was Verlust bedeutet, finde ich ganz schön daneben, ehrlich gesagt. Ja, das ist diese Ding, das meine ich. Also Joel... da ist er noch sehr auf sich halt alleine fixiert, ja. Joel will sich auch einfach nicht öffnen einer anderen Person gegenüber, so richtig emotional. Und der steht anscheinend drauf, sich in dieser Trauer, die er jetzt die 20 Jahre mit sich rumschleppt, auch so zu vergraben. Und auch Ellie ist es jetzt hier nicht gelungen, ihn da irgendwie zu öffnen, ne? Und naja, das sieht ja gerade alles danach aus, als wenn Joel wirklich sagt, gut, mach dein Ding jetzt hier mit Tommy und tschüss, ne? Naja, mal sehen. Ja, auf jeden Fall nicht so cool. Mit einer leeren Shotgun. We're clear. You want a hand up? I got it. There she is. Kids will be watching movies tonight. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. No bighorns. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella, that's all right with you. Go on, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming after me. Sorry for stealing your horse. Well, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. Care of that wife of yours. There's a place for you here. You know? You good? I'm good. Adios, little brother. And if you
clear the 10 yards, then you're back at first down? First down, that's right. Man, it's confusing. You just gotta play it a couple times. It all makes sense. So, na Gott sei Dank hat Joel doch sich nochmal ein Herz gefasst und Ellie jetzt hier mitgenommen. Ellie ist natürlich wahrscheinlich jetzt wieder super glücklich. Wir sind's auch, definitiv. Oder, Tom? Ja, also klar, logisch. Ich hab jetzt einfach nur grad, ja, ich war gerade irgendwie im Gedanken. Also ich finde es natürlich auch cool, dass Joel sich das jetzt halt anders überlegt hat. Ich frage mich nur, ob jetzt wir demnächst bald nochmal eine Kommunikation diesbezüglich, also ob... Ich denke ja, ich weiß nicht, die haben noch, also für mich sind halt noch natürlich ein paar Fragezeichen, die... Ja, klar, Joel will halt immer noch nicht drüber reden, Ellie wahrscheinlich schon und ich spinne mir gerade im Kopf so halt mögliche Konversationen halt gerade zurecht. Ja, aber ich sag mal so, mit dieser Aktion hat er ja schon irgendwie einen Schritt auf Ellie zugemacht. Okay. Also, ja, na klar, keine Frage, bloß er hat wieder den, er hat es wieder nicht besprochen sozusagen. Ja. Aber trotzdem hat er auf diese Art sich, naja, so ein bisschen zu Ellie, wie sagt man, bekuhnt, als er sich bekuhnt. Ja, also sie doch anerkannt, genau. Und irgendwo auch gezeigt, dass Ellie ihm jetzt nicht am Arsch mehr vorbeigeht und... Oh, genau. Ja, ich greife jetzt hier eigentlich gerade nur so ein bisschen sinnlos rum. Stay, Kallus. Und dann filmen wir sogar noch was dabei. Kallus, lass uns mal übrigens die Pillen auf verwenden. Kallus. Gut, ja genau, du hast recht, wir haben jetzt 115 Pillen und könnten jetzt hier wieder alles machen, was wir wollen. So, das ist jetzt die Frage, 115 Pillen übrigens, sprich in 5 Pillen hätten wir den Lauschmodus auch. Ja. Ich würde sagen, einmal machen wir den Lauschmodus mal, aber bevor wir das machen, nehmen wir erstmal was Großes. Messermeister, finde ich, ist so wie er jetzt ist, erstmal ausreichend. Glaube ich auch, also weil im Grunde, wenn wir volle Messer haben, haben wir 9 Stück, weil ja ein Messer 3 Dinger hält. Also ich denke, das ist jetzt vielleicht weniger das Wichtige. Also ich wäre für Schwanken der Waffe, glaube ich. Schwanken der Waffe oder maximale Gesundheit? Ich sagte bereits, dass ich für Schwanken der Waffe wäre. Okay. Naja, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht ganz entschieden. Ja, das Ding ist, warum ich für Schwanken der Waffe wäre, ist halt einfach Folgendes. Wir können mit Schwanken der Waffe unsere geringe Gesundheit praktisch kompensieren, weil wir halt schneller treffen. Gut, jetzt machen wir Nägel mit Köppen. Schwanken der Waffe. Dann machen wir als nächstes Lauschmodus-Distanz und dann gehen wir auf maximale Gesundheit. Okay. Gut, in der Hoffnung, dass wir das überhaupt noch schaffen. Aber ein bisschen Spielzeit haben wir auf jeden Fall noch. Keep going back. Batz, runtergekickt. Also wir sind noch lange hier nicht am Ende. Gott sei Dank. Gut, und wir haben jetzt erfahren, dass die Fireflies hier bei diesen Big Horns... Colorado ist es jetzt, ne, glaube ich. University of Colorado sein sollen und in einem Gebäude, der wie ein Spiegel aussieht. Ein Gebäude, das wie ein Spiegel aussieht. Kann ich mir jetzt auch also selber noch nicht bildlich vorstellen. Ja, finde ich, ist irgendwie eine komische Beschreibung. Also ich denke mal einfach nur mit viel Glas. Also ja, ich finde auch, es ist eine dumme Beschreibung. Hätte er dann nicht sagen können, es sieht aus wie ein Glashaus, mit dem man nicht, in dem man nicht mit Steinen schmeißen soll? Oh. Ja, der war gar nicht. Also der war nicht mal flach, der war einfach nur nicht mal den Fuß anheben. Nobody. So. Okay. Ich würde sagen, wir steigen erstmal ab hier von Carlos. Das ist eine Werkbank! So, these places. People would live here and just study, even though they were all grown up? Yeah, study, party, and find themselves. Figure out what they wanted to do with their lives. What they wanted to do with their lives. Tja. Studieren, ja. Sowas kann sich ja Ellie auch gar nicht vorstellen. Also, so ein Leben halt, ne? Und jetzt haben wir ja, wie Tom schon sagte, endlich eine Werkbank und, Leute, eine neue Waffe. Den Flammenwerfer. Und wir wissen ja, dass... Flammen sehr effektiv gegen die ganzen Pilze hier sind. Und jetzt muss ich gleich mal fragen, also da steht eine 40. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht in Kugeln rechnen, sondern wahrscheinlich sowas wie in Gasmilliliter oder irgendeine Faxen. Ja. Und darunter sind nochmal 2 Flammen. Was bedeutet denn die? Also 2 kleine Flammensymbole. Machen wir nochmal auf kurz. Ja, ich kann es selber mal kurz demonstrieren. So.
Ne? Also du siehst schon, sobald man E mal drückt, geht das halt weg. Das war mir klar, ja. Wenn es auf null ist, wie sieht jetzt gerade, ey, sagt ja nicht mehr. Oder sind das die Gaskartuschen? Wenn es auf null ist, geht halt eh eine Flamme weg und dann muss ein neues Ding ranknallen. Okay, gut, also haben wir zwei Magazine sozusagen. Genau. Okay. Vermute ich. Also da links war, lag noch was? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, wie das war, aber ist ja auch wurscht, man sollte zumindest sparsam damit umgehen. Und ja, ein Flammenwerfer. Also ich denke mal, so oft werden wir den auch nicht einsetzen. Gibt auch Leute, die das ein bisschen schade fast schon finden, dass man hier mit mal einen Flammenwerfer findet. Also so diese. Also, weil das macht die Sache natürlich gerade gegen Bloater und so extrem leicht, ne? Dann sollen sie ihn weglassen. Ja. Also sorry, aber ich würde, wenn ich jetzt, wenn man es wieder mal auf den Realitätsmodus hinbegibt, würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, jetzt wird das Überleben aber ganz schön leicht, jetzt, nee, mach ich das mal weg. Also, Das ist auch Quatsch. Also, wenn wir nehmen halt, was uns das Spiel halt bietet. Ja. So, und jetzt haben wir unsere lang ersehnte Werkbank endlich mal und wir haben ordentlich Stuff hier, 315. Die Pistolen ignorieren wir nach wie vor, würde ich sagen. Und El Diablo. Mist, verdammter. Da hätte ich natürlich gerne die Magazinkapazität erhöht. Nimm mal auf jeden Fall die Nachladezeit. Weil gerade wenn wir sowieso nur einen Schuss haben. So. Gut, dann warte ich hier sowieso schon. Shorty, die werden wir, denke ich, nicht mehr so oft benutzen. Die ist wirklich nur so in dieser Kanalisation. Streuung brauchen wir jetzt eh nicht. So, hier hatten wir auch. Ach, wir brauchen echt eine. Die Pistole, ja. Das ist schade, weil das Jagdgewehr auf 3 Schuss hätte ich schon gerne gemacht pro Magazin. Schrotflinte, das ist alles so Stuff, was wir schon lange nicht mehr benutzt haben, auch, ne? Dann machen wir hier mal Nachladetempo. Also nachher haben wir wahrscheinlich zigtausende Zahnrädchen und können sie nicht verballern. Pff. Ja, mach Nachladetempo, kommen die 30, also. Zack. Zielgeschwindigkeit kannst du auch mal immer machen. Also wir haben so viel Zahnrädchen. Ach, Quatsch. Entschuldigung. Nee, also ich will die Zahnrädchen jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen auch benutzen. Weil wir waren echt sehr sparsam mit den Dingern. Gut. Schrotflinte hat überhaupt keine Lust weiterzuentwickeln. Magazinkapazität, finde ich, reicht vollkommen. Der Rückstoß, komm, mach den Rückstoß noch. Nee, mach nicht. Dann lieber die Magazinkapazität für 30. Nee, das macht aber ja keinen Sinn. Also, weil Ich finde, Magazinkapazität ist immer geil. Ja, aber da passen 7 Stück mittlerweile drin. Und 7 Stück, ich meine, 8 hat normalerweise, ja, glaube ich, eine so, Shotgun. So viel Shotgun-Muni haben wir sowieso nie. Also, ich sag mal, die Hauptwaffen, die wir jetzt so zurzeit benutzen, das Jagdgewehr, El Diablo jetzt natürlich. Guck mal nochmal kurz bei den Waffen. Was haben wir hier? Nachladetempo, Schussfolge. Geh mal rüber auf den 9mm. Wir machen niemand Magazinkapazität höher. Ja. Zack, was haben wir hier? Mach da noch die Schussfolge rein. Lass uns auf eine Schuss, also eine kleine Handfeuerwaffe konzentrieren. Nö, dann hätte ich aber wahrscheinlich eher den Revolver genommen. Aber ist auch egal. Machen wir hier nochmal noch was. So, jetzt haben wir noch 30. Mach Magazinkapazität nochmal drin. So, jetzt haben wir noch 100 Zahnrädchen und den Rest sparen wir, bis wir wieder eine. Hier mache ich noch das Nachladetempo immer, weil das recht langsam immer nachlädt. Na los. Gut, alles klar. So, dann sind wir jetzt erstmal wieder ein bisschen besser aufgerüstet und. Oh, warte mal, da hinten liegt noch was anscheinend. Zack, genau. Und ja, wir sind jetzt hier in Colorado in der Universität Bighorns angekommen. Angeblich sollen die Fireflies sein, die wir suchen. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, im nächsten Part. Bis dahin, ciao.